meine lieben Freunde, meine lieben Adrian Delaney-Freunde, wir stehen jetzt hier vor einem dunklen Tunnel und ich will nicht lange drum rumquatschen, wir gehen da jetzt rein, Freunde. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, genug geheult. Ich habe zwar nicht gesungen, aber wir gucken, weil ich... Wie? Nee, Adrian, ich wollte da rein, nicht wieder zumachen, das ist... Oh Gott, das tut mir leid, ich habe mich verklickt, Freunde, das heißt... Vielleicht können wir da gar nicht rein, das ist, Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, Adrian kriegt die Tür zu, das ist eine gute Sache. Pass auf, Schatz, mach das nochmal auf, bitte. Ne, mach das nochmal auf, ne, wir können das auch abbrechen, fluppdiwuppdi. Da, den Pfeil hatte ich nicht gesehen, wir gehen jetzt mal runter, Freunde. Hier ist ja stockdunkel. Hier ist ja stockdunkel. Dann mach doch ein bisschen Licht, mein Baby. Wir haben ein paar Zigaretten. Leute, mein Baby, wir können... Rocken wir eine Falle? Das sind doch Streichhölzer, oder? Da sind aber welche drin. Adrian, Baby, können wir das irgendwie... Ach, mit ihr selber, okay? Maybe sie geht im Flat runter. Ich erschrecke mich schon von die Streichhölze. Okay. Oh, da hängt eine Laterne. Das ist eine sehr praktische Angelegenheit. Baby, guck mal nach rechts, beziehungsweise links. Und mach mal der Fackelarm bitte, der Laterne. Adrian! Wie hieß das in dem letzten Wahrsagesatz? Das Böse beobachtet uns. Ich halte das immer noch für keine gute Idee, hier reinzugehen. Da weint jemand. Da weint jemand. Da ist es rot. Rausgehen und am liebsten. Was ist das? Gucken mal, was das ist. Ein Hammer. Ah, damit können wir vielleicht das Ding rausziehen. Ich glaube, ich erinnere mich. Das Ding, was da oben in dem Ding steckt. Ich weiß doch nicht, wofür wir das brauchen, aber wir klicken erstmal hier. Das sieht ein bisschen näher aus. Staubig. Staubig. Leer. Sie ist auf jeden Fall tough. Leer. Ich glaube, ich werde da nicht so locker. Das ist, was haben wir hier? Wer weint da? Oh Gott, bitte kein Jumpscare. Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin letztes Mal schon fast bei dem Kater gestorben. Aber gib doch zu, da ist doch jemand am Brammeln. Das ist genau wie das Rascheln der Katze. Oh, ist nicht mehr aktiv, ist auch nicht mehr aktiv, aber hier. Hier ist aktiv. Tröpfchen für Tröpfchen. Hervorragend. Ah, ich liebe ihren Akzent, der ist so wunderschön amerikanisch. Da fühle ich mich viel besser. Aber wer heult da? Wer, Freunde, wer ist denn da? Okay, da ist ein Pfeil. Geht in Richtung Gitter. Wir gucken mal. Hallo? Hi. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Habt ihr die Hand gesehen, Freund? Habt ihr die Hand gesehen?
Freunde, da war doch eine Hand, oder? Die hat doch nach Erin gegriffen, oder habe ich jetzt schon Halluzinationen? Ich habe doch den Wein gar nicht probiert. Was ist das? Handschellen? Können wir die irgendwie mitnehmen? Bis mal auf ihr Hammer und... Geht nicht. Hier, da Dingen vielleicht? Geht auch nicht. Okay. Können wir hier irgendwie weitergehen? Ist hier irgendwie eingemauert? Da ist nur der Pfeil. Okay, ist auch nicht mehr aktiv. Aber ihr gebt doch zu, da hat doch gerade eine Hand nach uns geschnappt, oder nicht? Und gebrammelte da auch wer? Ich bin doch nicht. Aber ich sehe ja sonst nichts. Und eine Hotspot-Taste gibt's hier nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Oh Gott! Ach, nur eine Ratte. Können wir da nochmal hin? Ich will nochmal gucken. Okay, die kommen da irgendwo raus. Habt ihr das gesehen? Die kam da irgendwo raus, die Ratte. Erin? Hier kam die raus. Die Ratte kam da raus. Wieso können wir denn mit dem Ding nichts machen? Ich möchte gerne nicht mehr das... Okay, wir sind jetzt schon ein bisschen bewaffnet. So einen Hammer haben wir schon mal. Und die Schürhaken. Aber ihr habt doch gerade gesehen, da kam doch die Ratte. Da kam die doch raus. Oder bin ich jetzt... Ich verliere langsam den Überblick, Freunde. Na gut, wir gehen jetzt mal raus. Das ist alles, das ich will hier weg. Ich habe das mir... Nee, ich will jetzt raus hier. So, okay, pass mal auf. Hier ist noch irgendwas was rot. Da, also, gehen wir mal Pfeil entlang. Aha. Okay, da geht's nur wieder dahin. Okay, dann gehen wir... Ihr habt doch so, da hat wer abgebrammelt, oder? Ich bin noch nicht das... Und da hat auch noch einer nach uns gegriffen, oder sehe ich das falsch? Freunde, ich... Okay, die Lampe wird jetzt wahrscheinlich auf ewig da brennen, ne? Das ist ja das Schöne bei Adventures, dann macht man einmal was richtig und dann ist alles immer wieder gut. So, pass mal auf, dann macht das mal wieder zu, ne? Falls wer auch immer, dass wir wollen da keinen drin haben. Das ist und raus und das... vielleicht sollte ich singen. When the moon of Alabama. Alright, wir verlassen den Raum. Okay, da können wir nichts mehr machen, das ist gut. Das ist auch schön, dass das, wenn Sachen halt durch sind, dass die echt, so wie zum Beispiel Wasser trinken, können wir immer... Oh, der Kühlschrank ist jetzt auch aktiv. Was gibt's denn? Abgeschlagene Köpfe? Was hast du da, Adrian? Adrian, was hast du da? Okay, nichts für uns. Naja, gut. Hier könnten wir nochmal Wasser trinken, aber ich habe momentan voll, ne? Ich sag vielleicht zu deutschem Wasser. So, gut. Wir haben jetzt also... Wir haben festgestellt, der Absinth ist... jetzt gehen wir hier nochmal rein. Der Absinth ist nicht mehr so voll, wie er ursprünglich gewesen ist. Und, okay, das Ding haben wir uns schon angeguckt. War hier schon... Ach, das waren die Bücher, okay. Aber das haben wir uns, glaube ich, auch schon alles angeguckt. Ne? Und wie gesagt, es gibt einige Dinge, die sich immer wieder echt grundlegend auch verändern. Ne? Wo es dann auch echt... Weissagungen des Bösen? Der Teufel hat es mir befohlen? Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. So, pass mal auf. Okay, wir gehen hier mal rein, wo das ganze Schrecken... angefangen hat. Ne? Ich knipse das mal ab. Das ist... Können wir da nochmal irgendwas gucken? Da ist auch nichts mehr. Ich glaube nicht. Aber wir müssen immer mal wieder gucken. Denn es passieren immer wieder ganz unheimliche neue Dinge. Hm. Okay, aber ich glaube, da kann man erstmal nichts mehr machen. Das Ding ist weg. Wir haben das Böse befreit, Freunde. Das Böse ist befreit und... Was soll ich mit dem Buch anfangen? Sag's doch zu mir. Ich lass es mal lieber hier. Nimm's mit. Bücher sind immer gut, kann man immer gebrauchen.
So, das ist nur die Chronik, ne, von. Ich breche das jetzt mal ein bisschen ab, so ein bisschen, was haben wir ja schon gesehen, liebe Leute, ne? Okay, das ist. Können wir da nochmal irgendwann gucken? Aber ich glaube nicht, dass sich hier grundlegend was geändert hat. Aber es passiert doch, es passiert. Man findet auch tatsächlich in altbekannten, schon durchsuchten Sachen immer nochmal neue Sachen. Deswegen müssen wir in alles reingucken, liebe Leute. Das ist echt importante, very importante. Was ist das noch gewesen? Ist das der Liebesbrief gewesen oder was war das genau? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hören mal ganz kurz rein. Wir können es ja überspringen, so, das ist ja das Gute. Lieber Jeremiah, es ist meiner Aufmerksamkeit nicht entgangen, dass Sie erst kürzlich ein einzigartiges Buch erworben haben. Okay, das haben wir schon gesehen. Das haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Aber kurz gucken, ob da noch was anderes drin war. Denn ich erinnere mich, es gab einige Schubladen, wo wir noch andere Dinge finden. Ne? Im weiteren Verlauf der Geschichte. Und das müssen wir auf jeden Fall gucken. Hier war erstmal, glaube ich, nicht. Das ist der Brief. Ja, okay, können wir uns dann erstmal verpissen. Gut, dann verschwinden wir mal wieder. Ich bin jetzt ehrlich, wir müssen uns jetzt einfach ein bisschen umschauen. Geh mal raus, genau. Raus, Adrian, Miss Delaney. So, das Klavier haben wir uns auch angeschaut. Dann mein Vorschlag zu Güte, das Ding haben wir auch gecheckt. Fluppdiwuppdi. So, pardon. Dann gehen wir jetzt mal hoch, mal gucken, was Dawn so sagt. Und gucken, die anderen Zimmer gucken wir uns natürlich auch noch an. Weil es gibt halt immer wieder... wunderschöner Wandteppich, habe ich schon des Öfteren. Ich könnte das jetzt abbrechen, aber ich mag das so, wenn diese ganz gemütlich so die Treppe hochgeht und dieser wunderschöne Wandteppich, ne? Okay, jetzt gucken wir mal da nochmal rein, weil da... Ach, das war das Dings von... Ja... Da möchte ich nochmal ganz kurz und gerne in den Schrank reinschauen, liebe Leute. Denn Kano haben wir uns schon angeguckt, ne? Denn wie gesagt, in einem Schrank, ne, es sind immer neue Dinge, die man entdecken kann. Und das möchte ich auf jeden Fall alles mitnehmen. Ne? Und insofern, gucken wir da nochmal ganz kurz rein. Das ist nur der Ring, ne? War das nur der Ring? Seid mir nicht böse, wenn wir so ein paar Sachen doppelt machen. Aber gut, ich breche das mal ab. Aber hier, da muss man nochmal reingucken. Das waren die Zigaretten. Oh, hat sie das jetzt gemacht? Moment. Okay, das war das Zigarettenetui. Das haben wir aber schon. Oh, vielleicht ist auch eine weg. Waren da, glaube ich, vier Stück waren da, glaube ich, drin, ne? Oder? Oder waren das drei? Ich meine, irgendwann wären da weniger drin. Also, wenn ich mich richtig erinnere. Wie gesagt, es ist 100 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Aber sie sagt nichts, das Bett können wir nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Hier, Adrian, Miss Delaney, den finsteren Mann wollen wir uns erstmal nicht angucken. Aber ich finde, das ist einfach toll gemacht. Ich mag diese Szenerie, dieses Spukschloss-Ambiente, das haben sie echt toll hingekriegt. Ne? Und es gibt auch, wen es interessiert, eine tolle Dokumentation darüber, wie das ganze Spiel entstanden ist. Also es ist komplett mit Bluescreens entstanden und es ist echt, es lohnt sich da mal reinzuschauen. So, war da hier das Baby drin? Was, ne, hier war das andere Schlafzimmer. Okay, da müssen wir uns auch nochmal umgucken, wenn wir können. Weil, wie gesagt, es sind noch ein paar Sachen, die ich gerne entdecken möchte. Okay, das... sitzen müssen wir jetzt erstmal nicht. Hier, da wollte ich mal ganz kurz reinschauen. Dann wird das gut, das ist der Brief, den haben wir schon gesehen. Hier oben können wir nach wie vor nichts machen. Okay, dann können wir auch raus. Wir wissen ja, die Tante in dem Antikladen, die, ne, wir brauchen Geld, weil das Kruzifix, was wir da gesehen haben, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir, glaube ich, später brauchen werden. Und das können wir nur käuflich erwerben, sage ich jetzt mal, wenn wir entsprechendes Tauschmittel haben. Denn Geld haben wir nicht. Ne? Und, ne? So, gucken wir mal, was Dawn so macht. Wir schauen da mal vorbei. Ihr werdet feststellen, auch der wird immer skurriler und seltsamer und uns fremder und überhaupt und sowieso. Dawn? Er öffnet gar nicht mehr. Okay. Sah der Spiegel immer schon so komisch aus, weil... Okay, das hatten wir schon gesehen mit dem Blitzen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, werden wir da noch ganz andere Dinge drin entdecken können. Und deswegen müssen wir immer wieder... fleißig reinschauen, denn...
Aber das war noch alles ganz harmlos. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz nach oben. Flupdiwupdi. Schauen uns auch das Gemälde natürlich auf jeden Fall an, ne? Und ich glaube, das Ding, was dabei in der Scheune sitzt, das können wir dazu nutzen, den Schlüssel rauszuziehen. Der Teddy ist immer noch kaputt, ne? Und hier ist immer noch... okay, das haben wir schon gesehen. Will ich jetzt aber nicht mehr. Also diese Wolke müssen wir uns erstmal nicht mehr angucken. Dann gehen wir auf jeden Fall nochmal kurz gucken, ob sich das Bild irgendwie weiterentwickelt hat. Genau, wir müssen ja die Türe, die war ja verschlossen, ne? Und da würde ich ganz gerne auch mal rein in das Zimmer. Und ich glaube, dafür können wir dieses Ding... Ich glaube, wir gehen doch nochmal zurück ins Babyzimmer. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war interessant. Wir müssen uns weiter umschauen und es ist, liebe Leute, ich sage vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker, ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45 Babysitter.